Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Wie ist das eigentlich mit der Fülle, die Jesus immer wieder verheißt? Es gibt Tage, da fühle ich mich ausgelaugt und leer. Und jede Begegnung, jeder Moment kann dazu beitragen, dass es eher noch schlimmer wird. Und es gibt Tage, da bin ich gut drauf, da habe ich gute Laune und diese kann einem nichts nehmen. Im Gegenteil, es kann sein, dass jeder Moment, der kommt, jede Begegnung, die da ist, diese Laune noch mehr hebt, dass man sich einfach freut. In einem Jesuswort heißt es: Wer hat, dem wird gegeben werden. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Das, was wir haben, sollen wir immer Gott hinhalten. Und er kann uns helfen, es zu vermehren. Ob es gute Laune ist, Freude oder die Fülle des Glaubens. Bitten wir den Herrn immer wieder, dass wir etwas von ihm bekommen, was uns aufrichtet, was uns seine Fülle zeigt und den Blick auf ihn frei machen lässt. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, du willst, dass wir Fülle haben, dass wir unsere Häupter erheben, dass wir gerade ausschauen und dich erkennen. Gib uns immer wieder die Kraft, uns von dir erfüllen zu lassen. Gib uns immer die Kraft, dass wir dir hinhalten, was uns noch fehlt. Führe uns durch diese Nacht und schenke uns morgen einen Tag, an dem wir uns deiner Fülle stellen und öffnen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.